Leute, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute kam das Conan Exiles Age of Heroes Update raus und wir gucken uns jetzt in einer kurzen Zusammenfassung an, was euch da alles so erwartet. Ich spiele euch jetzt den Trailer ab und danach starten wir gleich los. Viel Spaß und let's go! You found me among the ashes. Broken. I did not understand why you helped me. But now I see. You are a leader. Where you build, people flock. And yet, I see only ruin. Vengeance calls me. I shall answer. My name. I am Freya, warrior of the Aesir. Even the strong can be led astray. Find them. Lead us to glory. Wir fangen also an bei den Gefährten. Wir haben ja mit Age of Heroes zwei neue Gefährten bekommen. Und zwar ist das zum einen Freya und zum anderen Liu Fei. Was bei den beiden besonders ist, ihr müsst eine Questreihe abschließen, damit ihr sie als Begleiter erhalten könnt. Ihr habt dann hier auch immer verschiedene Auswahlmöglichkeiten bei jeder Quest und diese Auswahlmöglichkeit bestimmt am Ende, welche Perks sie nach der fertigen Questreihe haben wird. Ich habe die beiden Questreihen auch schon auf dem Testserver gespielt. Wenn ihr da mal Interesse habt, vorbeizuschauen, dann guckt unter der Playlist Conan Exiles. Wir gehen jetzt aber mal kurz zu Liu Fei, damit ihr den auch gesehen habt. Und Freya hat natürlich ihren Standort, den sie damals auch schon hatte. Leider ist es nicht mehr möglich, sie so als Leibeigenen zu fangen, was ein bisschen schade ist. Aber ihr könnt sie euch halt immer wieder über die Quest holen, denn die Quests kann man auch immer wieder holen. Also prinzipiell gesagt, wenn ihr alle Quests mit den beiden durchgespielt habt, mit den jeweils unterschiedlichsten Antwortmöglichkeiten, dann solltet ihr am Ende auch Begleiter haben, die alle unterschiedliche Perks haben. Genau. Wir sind jetzt hier bei Liu Fei. Der sitzt hier bei Dagons Umarmung. Und ihr seht schon hier mit dieser komischen Pflanze, die auch neu dazugekommen ist. Und hier könnt ihr mit ihm quatschen. Wichtig hierbei noch zu sagen ist vielleicht, dass ihr die Quest nicht innerhalb von 5 Stunden abschließen könnt, denn es ist in der Questreihe so, dass ihr auch mal 8 Stunden warten müsst, bis ihr wieder weiter im Questfortschritt kommen könnt. Ich werde die Questreihe bei beiden auf jeden Fall auch nochmal in meinem Let's Play durchspielen. Also wenn ihr Bock habt, dann abonniert gerne, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Wir kommen zum nächsten Punkt und zwar sind das die lebendigen Siedlungen. Die Handwerker, die ihr früher kanntet, die gibt es so nicht mehr. Handwerker lassen sich nämlich jetzt frei in der Welt platzieren und sind dann auch quasi wirklich Mitbewohner eurer Stadt. Wir gehen jetzt mal kurz ins Haus, denn hier schläft gerade zum Beispiel mein Zimmermann, der ja eigentlich hier arbeiten sollte. Ja, aber das ist eben neu dazugekommen. Bewegte Städte, sie müssen schlafen, sie müssen essen und das, glaube ich, in einem Umkreis von 15 Meter. Also solltet ihr wirklich darauf achten, wie ihr eure Base baut oder umgestaltet, damit auch jeder Handwerker seinen persönlichen Bereich hat, wo er schlafen, essen und so weiter kann. Ich habe jetzt hier eine Zimmermannswerkbank und hier draußen auch, wie ihr sehen könnt. Und wenn wir jetzt hier zu der Zimmermannswerkbank gehen, dann können wir hier auch beide sehen, die ich platziert habe. Wir sehen hier zum Beispiel bei Akastel, welche Stats hier gegeben sind. Und wenn wir dann auf das Plus klicken, dann sehen wir, leichter Angriffsschaden wird oft den Crafting-Gegenstand gegeben, schwerer Angriffsschaden plus 11,2%, die maximale Haltbarkeit steigt um plus 44%, wenn dieser Leibeigene dann die Waffe craftet oder das Werkzeug. Bei Hera aus den Wäldern ist es was anderes. Sie macht eine Rüstungsdurchdringung, die maximale Haltbarkeit steigt um 30,5% und das Belastungsgewicht sinkt. Das habt ihr bei jedem Werkbänken, ich glaube, außer hier beim Schmelzer, da habt ihr halt auch nur das Herstellungstempo erhöht, je nachdem welcher Sklave drin sitzt. Und er hat zum Beispiel jetzt auch aufgehört, dort zu sitzen,
ich weiß nicht, vielleicht wartet er, bis er aufgestanden ist, damit er sich hinlegen kann. Aber genau, das sind jetzt so erstmal prinzipiell die Änderungen zu den Handwerkern. Weiter geht's mit dem Black Lotus Bazaar. Mit dem Age of Heroes Update hat sich auch geändert, dass es den Battle Pass nicht mehr gibt, sowie die Herausforderungen. Das Einzige, was es jetzt noch gibt, ist der Bazaar. Und hier ist es leider so, dass ihr euch natürlich die groben Münzen kaufen müsst, um sie hier auszugeben. Hier werden aber auch einige neue Inhalte kommen. Ich glaube, einige piktische Inhalte, wenn ich jetzt die Patchnotes richtig gelesen habe. Aber ja gut, da muss jeder selber wissen, was er davon hält. Das war es auch schon mit dem Battle Pass. Wir kommen weiter zu Änderungen und Fixes. Und bei den Änderungen sind so Kleinigkeiten drin, wie zum Beispiel, dass der große Wasserbrunnen von 300.000 Gesundheit auf 10.000 reduziert wurde oder dass das gewürzte Geflügel von 1,75 auf 0,1 angepasst wurde. Survival Expertise löscht den Hunger jetzt 33% langsamer statt der 50% und so weiter und so fort. Dann eine ganz wichtige Sache für alle, die gern auf Scepter spielen. Dort gibt es jetzt mit den Emote-Lehrbüchern auch die Emotes freizuschalten, die ihr eben auch schon hier auf den Exiltlands habt, und zwar Spucken, Unterwürfig, Liegestützen und so weiter. Dann haben wir auf jeden Fall noch was bei den Followern, und zwar, dass der Follower-Status bei den Namensschildern angezeigt wird. Also es wird angezeigt, folgt er uns, läuft er weg, ist er passiv, ist er aggressiv oder defensiv. Das sind die Änderungen, die noch bei den Followern sind. Und dann gehen wir auch schon weiter zu unserem letzten Punkt, und zwar zu Sonstigem. Hier ist es beispielsweise so, wenn ihr Fundamente zu tief platziert habt, an die ihr sonst nicht mehr rankommen würdet, die kann man jetzt anscheinend entfernen. Ich weiß nicht wie, aber man kann's. Ein weiterer Punkt, wenn ihr respawnt, könnt ihr nicht mehr durch die Karte fallen. Das ist mir teilweise auch schon des Öfteren passiert, aber das soll jetzt auch behoben sein. Früher konntet ihr ja bei der Purge an Barkeeper kommen, das könnt ihr jetzt auch so. Und zwar stehen überall in der Welt verteilt Käfige, aus denen ihr die Barkeeper einfach rausziehen könnt. Genauso übrigens wie benannte NPCs. Was auch noch dazugekommen ist, hier unter zusätzlich steht, wenn sie mit einem Tavernengast in einen Kampf verwickelt sind, wird dieser jetzt aus der Taverne geworfen. Das müssen wir auf jeden Fall ausprobieren, aber soweit war es das jetzt für heute. Das war es auch schon mit diesem kurzen Infovideo für euch. Was ist denn eure Meinung zu Age of Heroes? Schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Joint meinem Discord, wenn ihr wollt, und lasst natürlich sehr, sehr gerne ein Abo da. In dem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.